Verteidigungsministerin Lambrecht steht weiter in starker Kritik. Morgen soll es eine Krisensitzung geben, das berichtet die Bild. Grund der 10 Milliarden Euro Kampfjet-Deal mit den USA. Deutschland will F-35-Flugzeuge kaufen, aber das Verteidigungsministerium warnt, es sei offen, ob der Flugplatz in Büchel rechtzeitig umgebaut werden könne. Und auch die rechtzeitige Erteilung der nationalen Zulassung für den Flugbetrieb könnte wackeln. Wegen der schleppenden Munitionsbeschaffung für die Bundeswehr steht Lambrecht ohnehin in der Kritik. Die Wehrbeauftragte des Bundestags Högel fordert einen festen Fahrplan, auf den sich die Industrie verlassen könnte.